Mixed Reality ist eine fantastische Technologie, die uns sofort begeistert hat und die wir auch bei Jungheinig in der Zukunft sehen können. Was uns daran interessiert, sind natürlich hauptsächlich erstmal einheitliche Reparaturstandards zu schaffen, Wartungsstandards zu schaffen, die weltweit auf einem gleichen Niveau sind. Andererseits bietet diese Technologie auch erstmalig die Möglichkeit, hands-free zu arbeiten. Und der Techniker kann sich Remote-Support holen von einem Trainingsbeauftragten, ohne seinen Einsatz zu unterbrechen. Das wiederum ist natürlich für uns in der Effizienz extrem interessant. Zülke beschäftigt sich mit dem Thema Microsoft Mixed Reality, weil wir hier eine ganz, ganz spannende neue Technologie sehen. Wir von Zülke sehen insgesamt drei Potenziale für die Mixed Reality-Anwendung. Zum einen ist es so, dass wir das Thema Production Optimization sehen, also das ganze Thema Produktionsentwicklung und dass wir im Prinzip vom Beginnen von Produkten direkt mit Digital Twins arbeiten und dadurch Prozesse schlanker gestalten können. Der zweite Bereich, den wir sehen, ist das ganze Thema Emotional Sales. Sprich, wenn zum Beispiel zwei Menschen eine HoloLens tragen und gemeinsam auf ein Verkaufsobjekt gucken, zum Beispiel ein großes Investitionsgut, ist es so, dass man viel besser dem Menschen, also dem Kunden in dem Fall, erklären kann, was denn mit dem entsprechenden Produkt passiert, wenn man Optionen einblendet etc. Und der dritte Bereich ist das ganze Thema Smart Worker, das sprich den Menschen, insbesondere Servicetechniker, sehr stark zu unterstützen durch Remote Support, durch Arbeitsanleitungen. Unsere Technikermannschaft von über 4.700 Mitarbeitern weltweit stemmt jährlich 600.000 Wartungen und über 400.000 Reparaturen. Dabei beschäftigt uns natürlich ständig die Frage, wie können wir die Ausfallzeiten bei unseren Kunden minimieren und die Verfügbarkeiten maximieren. Darüber hinaus beschäftigt uns die Qualität unserer Technikermannschaft, die heute auf einem Top-Level ist. Und da gilt es natürlich für uns auch, das ständig auf diesem Level zu erhalten und weiter auszubauen. Und letztendlich wollen wir natürlich auch den Arbeitsplatz für unsere Techniker immer attraktiv gestalten und auch für die Zukunft ausrichten. Wir haben insgesamt drei Herausforderungen gesehen. Das eine ist die Zeit. Ein Projekt in 8 Wochen zu organisieren und abzuwickeln ist sehr, sehr sportlich. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass dies eine komplett neue Technologie ist. Die zweite Herausforderung, die wir hatten, war die Größe der Projektorganisation, vor allem das verteilte Arbeiten. Wir haben, um diese 8 Wochen realisieren zu können, Mitarbeiter von 5 Standorten in 3 Ländern zusammengezogen und dadurch eine virtuelle Organisation geschaffen mit sehr, sehr hohen Kommunikationsintensitäten. Die dritte Herausforderung ist das Thema UX. UX in der Mixed Reality ist eine komplett neue Herausforderung, weil Menschen sich plötzlich mit Objekten im realen Raum auseinandersetzen müssen. Die Firma Zülke kam mit einem sehr professionellen Team an. Wir haben agil zusammengearbeitet, was uns sofort angesteckt hat, weil dieser Enthusiasmus die Firma Zülke mitgebracht hat. Das hat uns auf Jungheinig Seiten sofort angesteckt und begeistert. An dieser Stelle auf jeden Fall mal ein großes Lob an die Firma Zülke und auch an die Kollegen von der Firma Jungheinig, die da zusammen an diesem Projekt gearbeitet haben. War wirklich ein toller Job. Für uns sind es genau 2 Dinge, die wir mitgenommen haben. Zum einen haben wir ganz, ganz viel gelernt über die Technologie, wie man mit der Microsoft HoloLens entwickeln kann, wie herausfordernd UX-Konzepte sind und haben dort pragmatische Lösungen für uns gefunden. Und zum anderen wurden wir von Microsoft für die Projektergebnisse ausgezeichnet. Zülke ist der erste zertifizierte Entwicklungspartner für die Microsoft HoloLens in der Dachregion.